Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten und willkommen zu meinem Unboxing des Nokia Lumia 720. So schaut die Packung aus, wir kennen sie, es ist die typische Nokia Lumia Verpackung und auf dem Gerät sehen wir bereits alle verfügbaren Farben, in denen wir das Nokia Lumia 720 bekommen. Oben ist nichts, hinten sind noch so ein paar Spezifikationen und ein paar Hinweise und hier haben wir den Schlitten, um das Gerät rauszuziehen. Ganz oben finden wir natürlich wie immer das Smartphone, das legen wir vorerst zur Seite. Darunter finden wir diese kleine Karre, in der das Smartphone liegt und dazu noch dieses kleine SIM-Eject-Tool, um natürlich die SIM-Karte rauszuholen und auch um die Micro-SD-Karte einzuführen. Wir haben ein wenig was zu lesen, wirklich ein wenig, denn hier haben wir nur so einen Willkommensguide auf Deutsch. Und das war es schon. Darunter versteckt sich natürlich noch ein bisschen was. Und zwar holen wir das mal raus, stellen die Verpackung weg und schauen es uns genauer an. Da wäre zum einen dieses Headset. Es ist kein In-Ear-Headset, sondern es sind diese alten Kopfhörer, die man von früher kennt. Sieht momentan noch nicht allzu edel aus. Holen wir es mal aus der Packung. Haben hier natürlich einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Haben hier noch... ja, ein Mikrofon, so schaut das aus. Drücken kann man hier aber nichts. Und so sind die Kopfhörer an sich. Wie gesagt, momentan fühlen sie sich noch sehr mittelprächtig an. Dazu kommt dann natürlich das modulare Netzteil. Wenn wir das Datenkabel nehmen und das mit dem Netzteil zusammenstecken, können wir es natürlich an der Steckdose laden. Ansonsten können wir das Datenkabel nehmen, um das Lumia 720 am PC oder Notebook zu laden oder Dateien auszutauschen. Das ist der Inhalt. Schauen wir uns das Gerät genauer an. Da liegt es nun vor uns hilflos und in einer kleinen Folie gefangen. Deshalb wollen wir es mal befreien. Man sieht schon, sehr, sehr einfach. Wir haben hier natürlich die rote Version. Kommen wir mal zum ersten Eindruck, bevor wir ins Detail gehen. Absolut super sieht das aus. Das ist ein zeitloses Design. Es hat auch irgendwie was Edles. Und dafür, dass wir hier von einem Mittelklassegerät sprechen, finde ich schon, sieht das echt cool aus. Es liegt sehr, sehr gut in der Hand. Es ist leicht. Es passt sehr schön in die Hand. Mit einer Hand kann man es problemlos bedienen. Ich würde sagen, auf den ersten Blick gibt es keine Mängel, schauen wir ins Detail. Der Aufbau entspricht dem typischen Lumia-Design. Bedeutet, wir haben ein Polycarbonat-Unibody-Gehäuse, das wirklich recht eckig ist. Die Kanten sind natürlich aber deutlich abgerundet und vorne sehen wir, dass wir ein geformtes, genauer gesagt ein abgerundetes Gorilla-Glas 2 haben. Ich hoffe, man kann das hier erkennen. Das sorgt für einen absolut super glatten Übergang zum Gehäuse und fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Wir starten einmal auf der linken Seite und während des Reinzoomens sehen wir, dass wir hier gar nicht so viel finden. Eigentlich finden wir hier nur dieses Loch, das zum Schlitten führt, und zwar dem Schlitten für die Micro-SD-Karte. Hierfür brauchen wir unser SIM-Eject-Tool, stechen einmal mit Liebe und Gefühl rein, holen ihn raus und dann können wir hier die Micro-SD-Karte reinlegen. Was übrigens auffällt, ist, dass genau dieser Schlitten so, ich glaube, jetzt sieht man das ganz gut, nicht bündig ist mit dem Gehäuse. Es steht hier so ein kleinen Millimeter nach innen, würde ich mal sagen. Ich glaube, ihr seht das. Das stört nicht wirklich, fällt aber beim ersten Blick auf. Auf der rechten Seite finden wir einige Tasten und man sieht schon, sie stehen ein ordentliches Stückchen raus. Da wäre zum einen die dedizierte Kamerataste, die natürlich, der Name sagt es bereits, nur für die Kamera zuständig ist. Sie hat zwei Stufen, einmal drücken zum Fokussieren und noch einmal drücken, um auszulösen. Gehen wir ein bisschen weiter nach oben, finden wir die Ein-Aus-Power-Taste, auch diese steht ein Stückchen heraus. Und dann kommt die Lautstärkehilfe. Alle drei Tasten sind super fest im Gehäuse, wackeln nicht und haben einen genialen Druckpunkt. Wir wissen schon, Nokia kann Gehäuse sehr, sehr gut bauen. Die Oberseite wird beherrscht vom 3,5 mm Klinkenanschluss und dem zweiten Slot, den wir hier finden. Auch hier brauchen wir wieder unser SIM-Eject-Tool. Einmal reinstechen, rausziehen und dann können wir hier unsere Micro-SIM-Karte reinlegen. Wozu? Natürlich, um zu telefonieren und die ganzen Internetdienste in Anspruch zu nehmen. Sitzt hier alles bombenfest und mit dem Gehäuse in einer Reihe? Ich würde sagen, ja. Bleibt noch die Unterseite und hier sehen wir nicht viel. Wir sehen hier ein Mikrofon zum Telefonieren, genauso wie den Micro-USB-Anschluss, um das Gerät zu laden oder Dateien mit dem PC auszutauschen. Es wird Zeit für die Rückseite und hier sehen wir ganz oben einen Lautsprecher, darunter einige Kennzeichnungen, die Konnektoren für Wireless Charging, dann kommt der Nokia-Schriftzug und dann kommt eine Single-LED mit Kamera. Die Single-LED sorgt natürlich für Blitzlicht bei Fotos oder bei Videos und die Kamera hat einen Sensor mit 6,7 Megapixel. Wir haben ein Tessa-Objektiv von Carl Zeiss und eine f1,9-Blende. Videos können wir in High Definition, also in 720p aufnehmen. Das war's zur Rückseite, gucken wir uns den wichtigen Teil, die Vorderseite an.
Den Hauptteil der Vorderseite übernimmt natürlich das Display und wir sehen rechts, links, oben und unten noch den roten Polycarbonatrahmen, der sich natürlich rund um das Gehäuse auch über die Vorderseite zieht. Unterhalb des Displays finden wir die typischen Windows Phone OS Tasten Zurück, Start und Suchen. Oberhalb des Displays finden wir die Hörmuschel, den Nokia-Schriftzug, eine Frontkamera mit 1,2 Megapixel, die eine 2,4 Blende hat und Videos ebenfalls in 720p aufnehmen kann. Und links sehen wir noch Licht- und Annäherungssensor. Ich hoffe, ihr erkennt das. Und dann wäre da natürlich noch das Display. Hier sehen wir gerade schön den Abstand zwischen Display und dem Gehäuse außen. Ja, was können wir zum Display sagen? Es ist ein 4,3 Zoll großes IPS-LC-Display mit Clear Black Technologie, das kennen wir von Nokia bereits. Wir haben eine Auflösung von leider nur 800x480 Pixel, das Ganze nennt sich dann auch WVGA und 217 Pixel per Inch ist dann die Dichte, die wir ausgerechnet haben. Auch das geht deutlich besser, ihr wisst das. 16,7 Millionen Farben können dargestellt werden und typischerweise wie bei Nokia immer haben wir ein 15:9 Format. Gorilla Glass 2 schützt das Ganze. Das Ganze ist wie eben schon erwähnt ein geformtes Displayglas und ist letztlich auch mit Handschuhen bedient. Über spezielle Sensoren und bestimmte Algorithmen sollen wir auch eine super Ablesbarkeit in der Sonne haben. Das werden wir natürlich für euch noch testen. Dass es gut in der Hand liegt, habe ich euch bereits gesagt, doch wie groß ist es wirklich? 127,9 mm in der Höhe, 67,5 mm in der Breite und dabei ist es 9 mm dick oder dünn. Das sieht neben einem Geodreieck so aus, das ist allerdings kein schöner Vergleich, deswegen legen wir doch mal ein paar Handys dazu. Zum Beispiel das Samsung Galaxy Note der ersten Generation. Für alle Oldschool-Fans noch ein HTC Desire HD. Ich tausche jetzt gleich direkt mal die Plätze, damit ihr das im direkten Vergleich seht. Und dann hätte ich dann noch ein BlackBerry Q10, das ich gerade sauber mache und dann für euch daneben lege. So schaut das im direkten Vergleich aus. Nur mal, falls ihr eines dieser Smartphones oder gleich alle oder vielleicht zwei oder auch keins davon habt. Wenn ihr keins davon habt, dann habe ich was anderes für euch. Wer öfter zuguckt, weiß, was jetzt kommt. Natürlich das berühmte Taschentuch mit dem schönen Fuchs da drauf. Nein, es ist kein Wildschwein. Oben passt noch ein Daumen dran und rechts noch ein kleiner Finger und dann habt ihr so in etwa die Größe. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich glaube, so ein Taschentuch hat jeder zu Hause. Vor allem die Jungs werden jetzt kurz mal zur Seite schauen, neben das Bett und denken dann, ah ja, ich habe auch ein Taschentuch. Zu den wirklich sehr handlichen Maßen und der absolut genialen Verarbeitung kommt ein Gewicht von 128 Gramm. Das passt super perfekt zu dem Gerät, denn es liegt super in der Hand. Man hat dadurch ein tolles Gefühl, es ist nicht zu leicht und es ist auch nicht zu schwer. Auf der Rückseite, genauer gesagt im Inneren der Rückseite, hätten wir einen Akku, den wir leider nicht austauschen können. 2000 mAh ist er stark und das ist schon ein cooler Wert für ein Mittelklasse-Gerät. Der Internetspeicher beträgt 8 GB, davon sind 4,6 GB in etwa verfügbar. Wir können das Ganze aber, ich habe es euch schon gezeigt, per Micro-SD-Karte natürlich um 64 GB erweitern auf dieser Seite. Dazu kommen noch 7 GB online, genauer gesagt SkyDrive-Speicher. Wem das Gerät in Rot nicht gefällt, dem zeige ich mal auf der Packung die anderen Farben. Es gibt nämlich noch Cyan, es gibt noch Schwarz, es gibt Gelb und es gibt Weiß. Bedeutet, hier haben wir die komplette Auswahl an Farben. Nokia ist wie immer sehr bunt. Diese Luder, das gefällt uns allen. Entscheidet euch für eine Farbe und sagt mir mal, welche ihr euch am ehesten kaufen würdet. Ja, kaufen ist das richtige Stichwort. Wer es haben möchte, der kann gleich nach diesem Video, ich empfehle euch aber noch bis zu meinem Review zu warten, bei GetGoods beispielsweise zuschlagen. Dort ist es momentan in allen Farben für gleich 320 Euro zu haben. Und weil es das noch nicht gewesen sein soll, schauen wir uns noch eben die technischen Daten an. Ihr seht schon, ich habe das Nokia Lumia 720 gerade runtergefahren. Jetzt fahren wir es wieder hoch. Wir haben natürlich als Betriebssystem Microsoft Windows Phone OS 8 mit an Bord. Ein 1 GHz Dual-Core Qualcomm Snapdragon S4 Play Prozessor und 512 MB treiben das Ding an wie ein Pferd. Es ist genauer gesagt der MSM 8227 Prozessor. Wir gehen ins Internet über HSPA Plus bis maximal 21,6 Mbit die Sekunde und NFC haben wir natürlich mit an Bord. Das ist dieser Bereich hier hinten. Über WLAN 802.11 nach A, B, G und N Standard im 2,4 und 5 GHz Netz gehen wir zu Hause ins Internet oder öffentlich an irgendwelchen Flughäfen, da müsst ihr aber immer aufpassen. Bluetooth 3.0 haben wir ebenfalls mit an Bord. Das hier ist ein erster Überblick aller Apps,
über alle Apps. Die werde ich euch im Review natürlich wie immer zeigen, also seid gespannt und schaltet auch dann wieder ein. Denn das war es jetzt mit meinem Unboxing des Nokia Lumia 720. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet demnächst wieder ein. Danke für eure Zeit. Ciao.